So, denkt dran, die Spendeneimer auch wieder fleißig abzugeben, extra zu befüllen. Und als ersten Redner im zweiten Block Dr. Wieland Dietrich von der Freien Ärzteschaft über die Vorratsdatenspeicherung im Gesundheitswesen. Ja, ganz vielen herzlichen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Bürgerinnen und Bürger, als Staatsbürger dieses Landes und als Arzt freue ich mich, dass wir heute in so großer Zahl hier zusammengekommen sind, um uns für unsere Freiheitsrechte zu streiten. Worum geht es? Wir wollen freie Bürger eines demokratischen Landes sein. Wir wollen über unsere Lebensführung selbst entscheiden. Wir wollen über die Verwendung unserer Daten frei entscheiden und darüber, wer davon Kenntnis erlangt. Das gilt besonders auch für unsere Gesundheitsdaten, denn die sind das schützenswerte, höchstpersönliche Eigentum jedes Einzelnen von uns. Wer hat welche Krankheiten und gesundheitlichen Probleme? Wer nimmt welche Medikamente? Wer eignet sich als künftiger Konsument, als Zielgruppe für die Interessen von Pharmaindustrie und Gesundheitswirtschaft? Wer stellt ein schlechtes Risiko dar, dem man besser keine Lebensversicherung anbietet, keine Krankenversicherung, dem man vielleicht besser keinen Kredit gibt oder vielleicht erst gar keinen Job? Ja, cool. Viele von uns haben sich bereits daran gewöhnt, dass wir in weiten Bereichen gläserne Bürger sind. Im Zeitalter von Internet und globaler Datenspeicherung laufen wir Gefahr, durch Dritte manipuliert, erpresst oder ausgegrenzt zu werden. Dieses Risiko ist bei Offenlegung unserer Gesundheitsdaten besonders groß. Die elektronische Gesundheitskarte ist als Zugangsschlüssel für unsere persönlichen Krankheitsdaten geplant. Diese Krankheitsdaten sollen in einem zentralen Netz gespeichert werden. Ein riesiger Datenberg würde produziert. Damit droht auch eine neue Dimension zentralisierter Überwachung, aber auch der Zweckentfremdung unserer Daten. Fast monatlich hören wir von Fällen von Datenklau im Gesundheitswesen. Erst vor 2 Wochen wurden 4,5 Millionen Patientendaten des US-Krankenhausbetreibers Community Health Systems von Hackern gestohlen. Das ist nur das jüngste Beispiel einer langen Kette von Gesundheitsdatendiebstählen in den letzten Jahren. Andererseits erlauben es amerikanische Gesetze, Gesundheitsdaten zu verkaufen. Und auch in Deutschland ist das nach § 300 des Sozialgesetzbuches 5 erlaubt, wenn es nur anonymisiert erfolgt. Doch es ist umstritten, dass diese Anonymisierung der verkauften Daten wirklich sicher ist, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Bürger möglich sind. Ich finde, es ist ein Skandal, dass nach deutschem Recht überhaupt Daten, die dem Sozialdatenschutz unterliegen, von Rechenzentren verkauft werden dürfen. Seit über 10 Jahren laufen bestenfalls unbedarfte, oft aber lobbybeeinflusste Politiker dem Phantom elektronische Gesundheitskarte hinterher. Diese Karte dient vor allem der Kontrolle der Bürger durch die Krankenkassen und den Interessen der IT-Industrie. Seit 10 Jahren will die Politik das weltweit größte IT-Netz schaffen und mithilfe dieser Karte alle Medizindaten zentral speichern. Doch wir Ärzte haben uns über Jahre wiederholt entschieden gegen dieses Projekt ausgesprochen. In diesem Jahr haben wir auf dem Deutschen Ärztetag in Düsseldorf mit der Datenkrake, die hier vorne mitgefahren ist, auf dem Demozug wieder dagegen demonstriert. Vielen Dank an die Digitalcourage für die Überlassung der Datenkrake zu diesem Zweck. Wir wollen als Ärzte die Geheimnisse unserer Patienten schützen und damit die Grundlage für das uns entgegengebrachte Vertrauen erhalten. Dass es der Politik und interessierten Kreisen beim eCard-Projekt nicht wirklich um die Interessen der Bürger und Bürgerinnen geht, sehen wir an Folgendem. Freiwillige Datenspeicherprojekte für Medizindaten in Deutschland von Krankenkassen oder IT-Firmen wurden eingestellt, weil kaum Interesse bestand. Ähnliche Erfahrungen wurden im Ausland gemacht, etwa in Frankreich. Und jahrelang wurde von Freiwilligkeit beim eCard-Projekt gesprochen. Aber als Widerstand kam und freiwillig nichts voranging, begann die Politik Druck auszuüben.
Krankenkassen sollten weniger Geld bekommen, wenn sie nicht genügend Karten ausstellen. Die Patienten sollen ab Anfang nächsten Jahres nicht mehr auf Kasse behandelt werden können, wenn sie keine E-Card vorlegen. Und Ärzte erhalten Geld, damit sie bei Tests endlich mitmachen, was sie ja mehrheitlich abgelehnt haben. Wir sehen, die Freiwilligkeit ist nur vorgeschoben. Tatsächlich wird sie mit Zwang eingeführt. Es wird offenbar, dass bei der E-Card der Druck der Gesundheitsindustrie auf die Politik enorm ist. Aber dessen ungeachtet haben Hunderttausende von Versicherten bis heute kein Foto bei der Kasse eingereicht, weil sie sich weigern, sich eine solche Schlüsselkarte ausstellen zu lassen. Deutschlandweit gibt es Klagen von Versicherten gegen das Projekt. Seit 2002 wurde bei der E-Card viel versprochen. Die Karte soll vor Leistungsmissbrauch schützen. Sie bringt angeblich per Knopfdruck Rettung, wenn jemand auf der Straße umfällt. Und sie bringt angeblich Spitzenmedizin für alle, bloß weil irgendwo in einem Großcomputer unsere Krankheitsdaten liegen. Das ist Unsinn. Von all dem ist heute, 12 Jahre später, nichts zu sehen. Mehr als eine kleine Karte mit Foto ist bislang nicht herausgekommen. Und dass die Fotos auf der Karte gar nicht identitätsgeprüft sind, so wie es bei Personaldaten der Fall sein müsste, wird von Politik, Kassen und Lobbyisten verschwiegen. Vor wenigen Monaten habe ich den neuen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe in seinem Wahlkreis im Rheinland gefragt, wie es denn um die Freiwilligkeit der Bürger am E-Card-Projekt stehe, um die Teilnahmefreiwilligkeit. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, es war erschreckend. Bundesgesundheitsminister Gröhe hat die Freiwilligkeit der Preisgabe von Medizindaten in dieses Projekt, wenn es denn irgendwann online geschaltet sein sollte, in keiner Weise vertreten. Und das vor dem Hintergrund, da hat Peter Schaar vorhin auch darauf hingewiesen, dass das Recht des selbstbestimmten Umgangs der Bürger mit seinen Daten quasi ein europäisches Grundrecht ist. Ich finde es erschreckend, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ein Bundesgesundheitsminister das Recht des Bürgers auf selbstbestimmten Umgang mit seinen persönlichsten Gesundheitsdaten infrage stellt. Die Gier nach unseren Gesundheitsdaten ist auch auf globaler Ebene grenzenlos. Auch Google giert nach diesen Daten. Vorhin hat eine Protestmarsch-Teilnehmerin ein Schild getragen, darauf stand, Google weiß mehr als meine Mutti über mich. Google sammelt Daten von Hausbewohnern und deren Verhalten. Dort konzipiert man einen Verwaltungsdienst für Gesundheitsdaten. Über Fitnessarmbänder werden verschiedene Körperwerte gemessen, von Apps in der neuen Health-App gespeichert und dann von Google oder Apple ausgewertet. Der Handel mit Risikoprofilen ist ein möglicher weiterer Schritt, meinen Kritiker. Bereits jetzt ist der Handel mit Krankheits- und Rezeptdaten ein Milliardengeschäft. Wir sehen, nicht nur beim E-Card-Projekt interessiert man sich für unsere Medizindaten. Das Problem sind gebündelte und gespeicherte Online-Daten von Millionen von Menschen, die entgegen den Interessen der Bürger verwendet werden. Natürlich braucht die Medizin moderne Informationstechnologie. Was wir aber nicht brauchen, sind Gesundheitsdatensammlungen im Interesse Dritter und mithilfe eines staatlichen Großprojektes erzwungene Medizindatenberge. Vor allem ist es eine Schande, wenn unser Staat dabei Freiwilligkeit ignoriert. Wir brauchen sichere Leitungen und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder eben dezentrale Medizindaten in der Hand des einzelnen Bürgers. Informationelle Selbstbestimmung und zentrale Medizindatenspeicherung schließen sich gegenseitig aus. Eines ist inzwischen klar, das wissen wir, das haben wir gesehen, zentral gespeicherte Datenberge können nicht sicher geschützt werden. Und deshalb sind wir alle zur Vorsicht aufgerufen, wenn es um die Preisgabe unserer intimsten Daten geht. Und erst recht zum Widerstand, wenn dabei staatlicher Zwang ausgeübt wird. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank, lieber Wieland.